Vertreter von Wirtschaft und Wissenschaft sprachen vor dem Hintergrund der Herausforderungen einer sozialverträglichen Umsetzung der nationalen Klimaschutzziele über die künftigen technologiebezogenen Möglichkeiten in der Lausitz. Diskutiert wurde auch das zukünftige Leitbild Lausitz und die Chance, vorhandene regionale Kompetenzen in den Gestaltungsprozess einzubeziehen. Ein Vortrag von Professor Harald Weber von der Universität Rostock beschäftigte sich damit, wie Braunkohlekraftwerke in Speicherkraftwerke für die zuverlässige Energieversorgung der Zukunft umgewandelt werden können. Ja, die Ideenschmiede Lausitz und hier in Schwarze Pumpe, da wurde heute über die Zukunft gesprochen, über die Zukunft der Lausitz. Natürlich will man weiter Energieregion bleiben. Und bei dieser Ideenschmiede mit dabei Professor Harald Weber von der Uni Rostock. Herr Professor, Sie haben einen ganz interessanten Aspekt in die Runde mit eingebracht. Sie sagen einfach, wir haben die Kraftwerke, die uns jahrzehntelang gut versorgt haben mit Energie. Sie können eigentlich bestehen bleiben, nur sie müssen völlig neu überdacht werden oder neu aufgebaut werden. Das ist Ihr Ansatz, Ihre Überlegung. Also hier, die Lausitz hat ja den großen Vorteil, dass sie die komplette Infrastruktur hat. Sie haben ja das Stromnetz, sie haben die großen Industrieflächen, wo die Kraftwerke jetzt schon draufstehen. Und wir werden ja auch in der Zukunft wieder große Kraftwerke brauchen, um die Energieversorgung machen zu können. Sie haben natürlich auch die regenerativen Energien. Sie haben den Wind hier, große Windparks, die hier ihre Energien einspeisen. Und dann böte es sich an, perspektivisch gesehen für die Zukunft, die großen Flächen, auf denen heute die Braunkohle noch existiert und betrieben wird, ganz langsam umzuwandeln in Standorte für sogenannte Wasserstoffspeicherkraftwerke. Das sind keine kleinen Kraftwerke, die hätten die gleiche Größenordnung wieder wie das von Jähnschwalde. Und es wären auch sehr große Wasserstoffspeicher. Und damit könnte die Kompetenz der Leute hier genauso weiterverwendet werden wie bisher, aber eben nicht mehr mit Braunkohle und mit rotierenden Generatoren und so weiter, sondern mit Wasserstoff und mit leistungselektronischen Komponenten, die dieses Kraftwerk auf leistungselektronische Art und Weise nachbilden könnten. Und dann sind auch wieder die Arbeitsplätze natürlich da. Vielleicht nicht mehr zu dem großen Teil, aber zum überwiegenden sind da, weil die Kraftwerke werden keine kleinen Gebilde sein, die im Keller funktionieren, sondern sind wieder große Industriestandorte. Jetzt hatten Sie gesagt, dass Wind und Sonne, wo ja viele im Moment so auf diese neuen Energien, erneuerbaren Energien setzen, zwar da sind, aber sie sind nicht zuverlässig. Und das ist das eigentliche Problem bei einer konsequenten Versorgung. Also Wind und Sonne sind sogenannte Arbeitserntemaschinen. Wind und Sonne ernten die Arbeit, die aus der Atmosphäre kommt. Das kommt ja alles auch aus der Sonne. Der Wind kommt ja auch aus der Sonne. Das sind einfach nur Maschinen, die die Energien ernten, wenn sie da sind, wenn sie erzeugt werden, wenn der Wind weht, wenn die Sonne scheint. Mit diesen Energien allein kann man aber keine elektrische Energieversorgung machen. Die elektrische Energieversorgung, die braucht natürlich Kraftwerke. Deswegen ist es ja so in der Lausitz in Jähnschwalde. Momentan gibt es ja große Bestrebungen, das Kraftwerk Jähnschwalde ganz schnell zu machen, dass es dem Winter und der Sonne nachfolgen kann. Wenn der Wind kommt, geht das Kraftwerk. Wenn der Wind geht, kommt das Kraftwerk. Da werden ja große Anstrengungen unternommen, um das zu balancieren. Wir bauen also immer normale Kraftwerke, die Wind und Sonne balancieren. Und wenn wir zukünftig eben keine Braunkohle mehr haben, dann müssen wir was mit Wasserstoffkraftwerken machen. Aber wir brauchen immer Kraftwerke, um Wind und Sonne zu balancieren. Wind und Sonne sind nur dazu da, letztlich die Energien zu ernten, die wir zukünftig haben werden. Wir haben ja keine anderen mehr. Einen Teil von Wind und Sonne werden wir direkt verbrauchen können und den anderen Teil werden wir in Wasserstoff speichern müssen, um das elektrische Energieversorgungssystem betreiben zu können. Das geht gar nicht anders. Sie haben ja gesagt, es gibt Analysen, wo man sagt, also spätestens 2100 wird es keine fossilen Brennstoffe mehr geben. Es wird noch fossile Brennstoffe geben, aber sie werden teuer sein, wir werden sie nicht mehr leicht erreichen. Die CO2-Problematik wird uns auch zwingen, irgendwann damit aufzuhören. Also man kann sagen, der Verbrauch von fossilen Energien ist um das Jahr 1800 entstanden, als die industrielle Revolution entstanden, der Dampfmaschine von James Watt. Und die Laufzeit, die Dauer mit dieser Dampfmaschine und bei den vielen Menschen, die wir heute haben, die Laufzeit der fossilen Energien ist ungefähr 300 Jahre. Und wenn wir von 1800 hochskalieren in die Zukunft, kommen wir auf 2100 und dann ist die fossile Welt vorbei. Und dann müssen wir irgendwas anderes überlegen. Entweder wir gehen in die regenerativen mit Wasserstoff oder wir gehen zurück zum Atom. Wasserstoff, also wahrscheinlich in Zukunft das große Thema. Es wurde von Ihnen auch gesagt, dass Wasserstoff in diesem Zusammenhang also für die Lausitz auch eine Zukunft sein könnte.
Ja, die Lausitz hat eben den ganz großen Vorteil, dass sie ja schon viele Dinge hat, die notwendig sind. Sie hat die großen Flächen. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, die großen Braunkohlentagebaue nicht alle wieder mit Wasser zu füllen oder sonst irgendwas, sondern dort große Wasserstoffspeicher unterzubringen. Die können auch zugedeckt sein, damit das sicher ist und so weiter. Da gibt es unterschiedliche Technologien. Man könnte also sehr große Wasserstoffspeicher dort aufbauen. Wenn ich an Wasserstoffspeicher denke, dann denke ich an den Energieinhalt der Kohlehalde des Kraftwerks Rostock. Und das ist eine Energie, das Kraftwerk Rostock kann einen Monat lang betrieben werden, ohne neue Kohle zu bekommen. Und an so etwas denke ich, einen großen Energiespeicher. Dann haben wir natürlich hier die Standorte der Kraftwerke. Dort könnten die modernen Speicherkraftwerke errichtet werden. Die Standorte sind da und die Infrastruktur ist natürlich da. Die großen Hochspannungsleitungen sind da. Auch das Know-how der Menschen, die bislang Kraftwerksfahrer waren, ist da. Die könnten in den neuen Kraftwerken das Kraftwerk fahren, weil das Kraftwerk funktioniert ja genauso wie ein altes, nur eben auf leistungselektronische Art und Weise. Kleine Ausführung in die Mobilität. Sie persönlich sind kein Verfechter, dass das Batterie, das Elektroauto eine Zukunft haben wird. Also ich persönlich glaube überhaupt nicht an das Elektroauto. Das Elektroauto wird es geben, das wird in Städten fahren, damit wird man zum Einkaufen fahren, kleine Weiten, kleine Längen und so weiter. Weil das Problem ist die Batterie ist schwer, groß und hat nur geringe Reichweiten. Man wird natürlich sagen, ja, die forschen, die erfinden irgendwas. Ich glaube da aber nicht daran. Dieser Energiespeicher ist begrenzt. Wir brauchen ihn trotzdem, weil er wird auch in dem modernen Speicherkraftwerk drin sein. Aber was wir wirklich brauchen, ist ein großer Wasserstoffspeicher in dem Auto. Der ist leicht, der hat 700 Bar Druck, da kann man sehr viel Energie unterbringen. Und dann eine kleine Brennstoffzelle und eine moderne leistungselektronische Anlage, die den Motor antreibt. Und dann erreiche ich mit einem normalen Auto, das 4 Menschen plus Gepäck befördern kann und im Winter auch noch heizt, dass ich damit normal fahren kann, damit erreiche ich 800 Kilometer. Und das muss ich anstreben, damit die normalen Menschen sich nach wie vor werden ein Auto, ein vernünftiges Auto leisten können. Mit dem Batterieauto wird das niemals funktionieren. Letzte Frage, Ihre Theorien sind auf dem Papier sehr gut nachvollziehbar. Wann wird es erste greifbare Dinge geben? Also wir sind da dran, wir suchen Leute, Geldgeber, die mit uns einen Prototyp errichten wollen. Wir sind auch noch dran, ein paar rechtliche Dinge zu klären, wie wir die ganzen Ideen auch absichern. Aber ich denke, dass wir jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr den ersten Schritt tun werden, hier mal mit einem Prototypen anzufangen. Durchgerechnet ist alles, dass alles funktioniert. Dass alle Komponenten da sind, ist auch klar. Nur, dass man sie dann vernünftig zusammenbaut, zusammenschaltet und in der Praxis mal richtig probiert, ist natürlich etwas anderes. Denn das, was man in der Praxis hat, ist immer anders als das, was man auf dem Papier gerechnet hat. Man muss es mal mit der Hand am Arm gemacht haben. Aber ich hoffe, dass wir dieses oder nächstes Jahr damit beginnen können. Da darf man nicht vergessen, die Ideen kommen aus Rostock, aus der Universität Rostock. Wir sind nun nicht gerade die größte Universität Deutschlands und wir müssen ein bisschen lauter trommeln, damit wir Gehör finden, aber wir bleiben dran. Alles klar. Vielen Dank Ihnen.